Trennung überstehen. Wenn wir leben bis zum Ende und wenn wir uns wiedersehen, dann wird ein Fest sein ohne Ende, voller Lachen und Musik, voll Bewegung, voller Leben, ungeahnt und voller Glück. Dann wird ein Fest sein ohne Ende, voll von Wärme und Verstehen. Wir sind wieder uns ganz nah. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gottesdienst zum vierten Sonntag vor der Passionszeit. Dieser Gottesdienst wird, wie Sie wissen, aufgezeichnet, so ich komme ja ganz virtuell bei Ihnen im Wohnzimmer. Und ich hoffe, dass Sie mit uns einen guten und schönen Gottesdienst feiern werden. Der Wochenspruch steht im Psalm 66, im 5. Vers, da heißt es, komm, kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun am Menschenkindern. Heute steht die Herrschaft Christi über die Naturgewalt im Vordergrund. Wir werden heute viel über Wellen hören und wir schauen meistens auch gespannt auf die Corona-Welle, die momentan so hoch schlägt und wo wir den Scheiterpunkt noch nicht erkennen können. Und umso mehr schütteln wir den Kopf, wenn wir Ministerpräsidentinnen in anderen Staaten hören, die sagen, die Situation ist vorbei, wir kehren jetzt zum alten Leben zurück. Wir sollten die Welle nicht kleinreden, aber wir sollten uns auch nicht von ihr beherrschen lassen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das Lied Nummer 366 im Gesangbuch, die Strophen 1 und 2. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heißer. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zu der Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deinen treuen Hilfen. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Dass ich errettet werde von denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern. Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge. Und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Kommt, lasst uns anbeten. Ihr müsst
uns vor Gott. Jesus Christus, unser Herr, wir sind müde, manchmal gereizt, weil wir keinen Ausweg aus der pandemischen Situation sehen. Zu oft wurde gesagt, dass die eine oder andere Maßnahme das Ende der Pandemie einleiten würde. Um uns herum hören wir von zugenommener Aggression, die auch in unserem Land unerträgliche Maße annimmt. Wir bitten dich, Herr, mach uns bereit, mit deiner Ruhe und Gelassenheit an die Dinge heranzugehen. Dazu rufen wir zu dir, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christus, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Der Herr spricht beim Munde seines Propheten: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich suchen, spricht der Herr, dein Erlöser. Lob singe dem Herrn, erhebe seinen Namen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Herr, unser Gott, wir bitten dich, komm heute in unserem Haus und in unseren Herzen. Du weißt, was wir am meisten brauchen. Schenk uns ein offenes Ohr und ein aufmerksames Herz, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Tröste die Trauernden, stärke die Schwachen und gib die Zweifelnden Standfestigkeit. Das bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir und mit dem Heiligen Geist regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium im 4. Kapitel, die Verse 35 bis 41. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu den Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass dem Wind und Meer gehorsam sind? Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Lasst uns nun gemeinsam mit der alten Kirche unser christlicher Glaube bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das Lied mit der Nummer 346, die Strophe 1, Such, wer da will, Nothelfe. Christus bringt. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen alle Situationen, in denen alles zu kollabieren scheint. Es ist gerade erst 2 Jahre her, dass die Covid-19-Pandemie anfing, unser Leben zu bestimmen. Und was hat sich da alles geändert? Oftmals, wenn ich spazieren gehe, höre ich von älteren Menschen, ich hätte nicht gedacht, dass ich die letzten Jahre meines Lebens so verbringen würde. Ich kann mich einfach nicht frei bewegen. Ich kann nicht dahin gehen, wo ich hingehen möchte. Die geplanten Reisen, die sind erstmal verschoben, aber vielleicht in den Wind geschrieben. Vielleicht werde ich sie gar nicht mehr machen können. Und dann blickt man in traurigem Gesichter. Menschen im fortgeschrittenen Alter wissen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Und der Aktionsradius ist oftmals schon kleiner geworden und jetzt muss man sich noch weiter einschränken. Aber auch junge Menschen verpassen wichtige Dinge. Die Semester, die momentan an der Universität studieren, haben manchmal schon in 4 Semestern den Campus gar nicht gesehen. Alles spielt sich, wie auch heute in diesem Gottesdienst, am Bildschirm ab. Und wie soll man als junger Mensch andere junge Menschen kennenlernen, wenn das nur digital möglich ist? Auch Unternehmenden wurden hart durch den Lockdown-Maßnahmen getroffen. Wenn man mit Selbstständigen spricht, dann hört man, ich habe meine Reserve aufgebraucht. Ich bin am Ende des Tages an meine Pensionsrücklagen gegangen. Und ich weiß immer noch nicht so genau, wie es weitergehen wird, ob wir jeweils die Zahlen wiedersehen werden, die wir in der Vergangenheit gebucht haben. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Aber das ist nicht alles. Immerhin haben wir eine beachtliche Zahl von mehr als 100.000 Menschen in unserem Land verloren. Und ich denke auch an die vielen Menschen, die nach wie vor mit Covid, Krankheiten und die Folgen davon kämpfen. Es ist beachtlich zu sehen, wie lange es braucht, wie ein junger, gesunder Mensch mit Long-Covid-Symptomen sich ins Leben zurückkämpft. Und dann gibt es die Spannungen, liebe Gemeinde, die Spannungen in der Familie, die Spannungen in der Gesellschaft. Auch diese Woche wurden wir davon Zeuge in Rheinland-Pfalz, wo 2 Polizeibeamten einfach kaltblütig erschossen wurden. Das würde in einem normalen Fall so gar nicht stattfinden.
Und das Problem ist, dass es immer noch keinen klaren Ausblick gibt. Auf der einen Seite die Hoffnung, dass diese Welle nun die letzte ist. Auf der anderen Seite die Sorge, dass weitere Mutanten uns in ihren Bann ziehen können. Und das kann zermürben. Unser Fokus verengt sich, wenn wir über solche Dinge nachdenken. Wir sind so mit der Pandemie und mit ihren Auswirkungen beschäftigt, dass wir für andere Dinge kaum noch Zeit haben. Vielleicht haben wir auch kaum noch Lust, insbesondere dann nicht, wenn wir immer wieder die Dinge, die wir geplant hatten, verschieben müssen, weil sie nicht möglich waren. Viele Menschen sind enttäuscht. Enttäuscht, dass nicht die Einschränkungen das bringen, was wir erhoffen. In anderen Ländern ist das noch viel, viel deutlicher. Die Niederlande ist durch eine lange Lockdown-Periode gegangen und sie hat momentan mehr Infektionen zu verzeichnen als Deutschland, wenn wir die Bevölkerungsgröße natürlich in Betracht ziehen. Liebe Gemeinde, das macht das Leben schwer. Und es gibt mittlerweile unter vielen eine Haltung, so nach dem Motto, wenn es dann nichts bringt, dann kann ich es auch gleich lassen. Und außerdem schwindet das Vertrauen in Menschen, die Richtung vorgehen müssen. Und am Ende schwindet auch Vertrauen in Gott. Weil das ist genau das, was wir immer wieder hören und sehen. Wo warst du, Gott? Die Frage wird gestellt. Das Gottesbild eines gütigen Vaters ist mehr als angekratzt. Das liegt auch daran, dass wir Gott am liebsten so haben, dass wir ihn bedienen können, wie eine kleine Puppe. Das ist so, wie wir es gerne haben. Gott, Gott sein lassen, aber wir sind dahinter ein Spiritus Rector. So können wir gut mit Gott leben, aber so ist Gott nicht. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Gott sagt es uns immer wieder in seinem Wort, wenn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und das finden wir auch heute wieder bestätigt. Aber liebe Gemeinde, heute nehme ich Sie mit in eine ganz andere Richtung. Wir gehen am See von Galiläa. Und gerade in der Lesung haben wir bereits von einem Sturm gehört. Nun müssen wir Sie nicht verwirren, ich rede gleich von einem anderen Sturm. Aber sie findet auf dem gleichen Meer statt, auf der gleichen See von Galiläa. Der Predigtext steht bei Matthäus im 14. Kapitel. Und da heißt es, und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen, auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchte euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte sehen wir Jesus in dreierlei Gestalt. Jesus als Drängender, Jesus als Betender und Jesus
aus Rettenberg. Es ist eine besondere Situation, weil gerade, so steht es im Johannesevangelium, hat Jesus die 5000 Männer mit Frauen und Kindern gespeist mit 5 Brot und 2 Fischen. Die wunderbare Speisung, sie ist uns alle bekannt. Und nun passiert da etwas, liebe Gemeinde. Es scheint, dass jetzt das Land zubereitet ist, um die Macht zu ergreifen. Das ist die Situation, so wie die Jünger, die heute ganz am Meer von Galiläa deuten und sagen, okay, jetzt aber, Christus, musst du den Schritt nach vorne setzen, jetzt musst du als Messias ins Tageslicht treten. Das ist, was jetzt zu tun ist. Und das rührt alles her aus dem tiefen Verlangen, das im Volke Israel steckt nach dem Exil. Sie sind immer noch nicht angekommen. Immer herrschen andere über sie. Immer ist es noch eine Situation, wo sie bestimmt werden und nicht frei bestimmen können. Und jetzt ist der Boden reif. Jetzt muss es passieren. Aber das passt so gar nicht in Christus Plan. Es geht auch so weit, dass Johannes uns davon berichtet, dass die Menschenmenge Christus eigentlich greifen werde und ihn quasi zum König machen möchten. Liebe Gemeinde, das hätte verheerende Folgen gehabt. Wenn es so weit gekommen wäre, dann hätte wahrscheinlich die römische Armee diesen Aufstand ganz schnell niedergeschlagen. Und die Zeit war noch nicht reif. Und liebe Gemeinde, das ist etwas, was wir bei Christus oft sehen, dass er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da muss man sich noch in Geduld üben. Das ist schwer für seine Mutter auf der Hochzeit in Kana, denn der Wein geht aus. Es muss gehandelt werden. So, mach bitte was. Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ist da die Antwort. Und so auch hier. Und so drängt Jesus seine Jünger, ins Boot zu gehen, so nach dem Motto, ihr geht erstmal weg, ich lasse jetzt das Volk gehen und dann komme ich nach. So ist der Plan. Menschlich ist das Verhalten der Jünger nachvollziehbar. Liebe Gemeinde, die Jünger haben immer wieder geschaut, wie geht es weiter, wie wird das, was uns gesagt wurde, in Erfüllung gehen. Und sie wissen auch, dass manchmal sogar das eine oder andere da richtig schief ging, so wie die Mutter von den Jüngern Johannes und Jakobus Vorsprache hielt bei Jesus und sagt, darf dann Johannes zu Rechten und Jakobus zu Linken sitzen, wenn du in dein Reich gekommen bist. Auf Deutsch, dürften sie dann in deinem Reich die wichtigste Minister sein. Die Minister der Superministerien, so würden wir das heute definieren. Und genau das will Christus nicht. Und er sagt, wenn du in meinem Reich etwas bedeuten möchtest, dann musst du den Geringsten sein. Der Geringste sein. Du musst dienen wollen. Im Übrigen, das steckt auch im Wort Minister drin. Das heißt dienen, wenn man das übersetzt. Die Jungen hören und fahren ab. Und dann sehen wir einen ganz anderen Christus, ein betender Jesus. Er hat das Volk gehen lassen. Was er zum Volk gesagt hat, das wissen wir nicht, das ist uns nicht berichtet. Ob er das Volk gesegnet hat, wissen wir auch nicht, aber er hat noch wenige Worte zu ihm gesagt und dann hat er sie nach Hause gehen lassen. Und dann geht Christus allein auf einen Berg und zieht sich zurück. Das hören wir öfter. Öfter hören wir, dass Christus sich zum Gebet zurückzog. Ein wichtiger Hinweis für uns. Liebe Gemeinde, es ist ein geflügeltes Wort des Reformators Luthers, der gesagt hat, wenn ich heute viel zu tun habe, dann muss ich erstmal viel beten. Wer würde es anders machen? Wir würden, wenn überhaupt, ein kurzes Gebet sprechen und uns sofort in die Arbeit stürzen, um die Masse, die Menge, die vor uns liegt, zu bewältigen. So macht Christus es nicht. Aber was hat er dann gemacht auf diesem Berg? Was hat er gesagt in seinem Gebet? Liebe Gemeinde, das ist uns nicht überliefert worden. Wir wissen das nicht.
Aber eins wissen wir, Christus weiß sehr genau, was momentan auf dem Meer abgeht. Er weiß, dass es da stürmt. Und er wartet. Bis in die vierte Nachtstunde. Und die Nachtstunden, liebe Gemeinde, wenn sie auf dem Meer gezählt werden, sind 2 Stunden. Normalerweise ist es auf dem Boot 2 Stunden auf, 2 Stunden ab. Das sind die 4 Nachtstunden. So, wir müssen davon ausgehen, dass Christus die Jünger 6 Stunden lang auf dem Meer hat warten lassen. Und da wird gekämpft. Und es sind keine Menschen, die nicht wissen, wie sie mit einem Sturm umzugehen haben. Sie sind alle erfahrene Fischer, zumindest die meisten. Aber dieser Sturm hat es in sich. Sie wissen nicht genau, wie sie aus dieser Situation herausfinden können. Die ganze Nacht kämpfen sie gegen die Elemente an und es scheint nicht zu klappen. Und dann kommt Christus runter und wandert auf dem Meer. Er weiß genau, wie es mit den Jüngern in dem Moment gestellt ist. Er geht auf sie zu. Und sie denken, dass es eine Erscheinung ist. Wenn man das Wort Gespenst direkt aus dem Griechischen übersetzt, dann könnte man da auch Erscheinung einsetzen. Aber auch wenn das Meer noch tobt, wenn der Sturm noch brüllt, so klingt es ihnen bereits entgegen. Seid getrost, ich bin es. Euer Rettung ist nah. Und so kann man inmitten des Sturms schon innerlich beruhigt sein. Denn sie wissen Christus an ihrer Seite. Petrus ist so erleichtert, dass er auf Christus zugehen will. Das passt zu Petrus, so kennen wir ihn ja. Impulsiv, immer Tatendrang, dafür steht Petrus. Wo andere Apostel vielleicht eher ruhiger, nachdenklicher waren, wie Johannes. Und Christus erlaubt es ihm. Er sagt, komm. Man kann natürlich in dieser Frage von Petrus auch noch etwas anders sehen. Es kann auch so sein, wenn du es wirklich bist, wenn ich meine Augen trauen kann, dann lass mich kommen. Weil dann weiß ich, dass du es wirklich bist. Es kann auch sein, dass Petrus hier eine Bestätigung suchte von dem, was er sah. Petrus steigt aus, läuft auf Christus zu und solange er mit Christus Augenkontakt hat, funktioniert das. Läuft er übers Wasser. Aber dann, liebe Gemeinde, schlagen die Wellen doch ziemlich hoch und diese Wellen kommen wieder in Blick. Und er schaut mehr auf diese Wellen und weniger auf Christus selbst. Und das ist natürlich eine kritische Situation. Und in dem Moment passiert genau das, was nicht passieren sollte. Er geht unter. Liebe Gemeinde, wer sein Auge nicht auf Christus hält, geht unter. Das wird uns hier gezeigt. Aber Christus lässt auch Petrus da nicht allein. Er kommt zu ihm, greift ihn bei der Hand und sagt, Petrus, du Kleingläubiger, das ist natürlich kein schöner Satz. Das klingt wie ein Vorwurf. Aber so ist es nicht gemeint. Es ist gemeint, Petrus, erwarte es nicht von dir. Erwarte es von mir. Dann wird es funktionieren. Und wenn die dann beide wieder in dem Boot sind und in dem Boot gehen und die anderen Jungen da mit ihnen vereint werden, dann heißt es, du bist Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, das passiert, wenn man sieht, dass die Naturgewalt auch Christi unterworfen ist. Dann kann man ihn als Gottes Sohn wirklich spüren. Und nun hat Christus sich nicht geändert. Auch wir erfahren in dieser Zeit, wie der Wind uns ins Gesicht bläst. Auch wir schauen auf die Welle einer Pandemie und hoffen bald, den Scheitelpunkt zu sehen. Wir hoffen, wieder in ruhige Gewässer zu kommen und unser Leben wieder einigermaßen normal weiterführen zu können. Auch wenn wir wissen, dass es nie wieder so wird, wie es mal war. Und auch zu uns klingt es jetzt vor der Welle. Sei getrost, denn ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich will euch Halt geben in einer Zeit, in der die Unsicherheit groß geschrieben ist. Ich werde da sein. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht.
und ich werde die Hand reichen, wenn ihr singt. Ich stehe über alle Dinge, auch die Naturgewalt ist mir unterworfen. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Auch diesen letzten Feind habe ich überwunden. In der Stunde deines Abschiedes werde ich da sein und zu dir sagen, sei getrost, ich bin's. Komm nun und ererbe das Tal, das ich für dich zubereitet habe, vom Anbeginn der Welt. Damals habe ich schon an dich gedacht, dein Name steht stets vor mir. Und damals hast du von mir noch gar nichts gewusst. Welch ein Trost, liebe Gemeinde, liegt im Kennen Christi. Ihm sei Lob und Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, die höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun die dritte Strophe von dem Lied 346, Ach, such doch den, lasst alles stehen. Für die Hessische Luther-Stiftung. Die Hessische Luther-Stiftung hat sich die theologische Nachwuchsförderung zur Aufgabe gemacht und unterstützt Studierende der evangelischen Theologie in finanziellen Notlagen und durch ein Leistungs- bzw. Promotionsstipendium. Diese Aufgabe ist gegenwärtig wichtiger denn je, denn es fehlen Studierende der evangelischen Theologie, um die Pfarrstelle zukünftig besetzen zu können. Nächste Woche ist um 10 Uhr wieder ein digitaler Gottesdienst, der durch Herrn Pfarrer Kramm gehalten wird. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Herr unser Gott, du schaust nicht wie ein strenger Richter oder wie ein strenger Lehrer auf uns und hältst uns unseren Unglauben vor. Vielmehr schaust du wie ein Vater, ob deine Kinder ihre Irrwege erkennen und wieder zu dir zurückkehren. Du kennst unsere Lebenslagen. Du weißt, wie es in den tiefsten Winkeln unserer Seelen ausschaut. Du kennst unsere Ängste, unsere Nöten und Sorgen. Herr, nimm uns an, so wie wir sind. Wir können es nicht besser machen. Wir sind in allem auf dich angewiesen. Wende unsere Augen von aller Wellen ab, die uns von dir entfernt halten. Herr, lass uns immer wieder hochblicken und feststellen, wie majestätisch dein Himmel ist. Dann verstehen wir wieder, dass wir uns um so viel sorgen, dass im Grunde gar nichts wert ist. Lege uns die Worte deines Knechtes Paul Gerhard immer wieder ins Herz. Was sind diese Welt Güter? Eine Hand voller Sand. Kummer der Gemüter. Wenn wir aber mit Petrus unser Auge auf dich gerichtet haben, dann können wir die Wellen des Lebens überwinden. Wir bitten dich, greif unsere Hand, wenn der Unglaube uns übermannt und die Probleme uns überwältigen. Wenn wir es einfach nicht mehr glauben können, unser Glaube ist oftmals so schwach. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die gerade in dieser Zeit unter Gewalt und Aggression leiden. Wir sehen oftmals nur die Spitzen, wie auch in dieser Woche. Wir bitten dich für alle, die um beide jungen Polizeibeamten trauern, die diese Woche getötet wurden.
Herr, an solchen Stellen verlieren die Worte ihre Kraft und ist das Schweigen nur noch ein stummer Ausdruck der Verzweiflung. Herr, wir bitten dich für die jungen Menschen. Es wird immer deutlicher, dass auch sie unter die Folgen der Pandemie leiden und sie ihre Ängsten in Aggressionen entladen. Schenke ihnen einen Ausblick und einen Ausweg, damit sie in dir Ruhe finden. Wir bitten dich für deine Kirche, die nicht abreißende Strom von aufgedeckten Missbrauchsfällen ist unerträglich und macht es fast unmöglich, Position zu beziehen. Gerade in dieser Zeit ist die Botschaft von Vergebung so wichtig. Statt zu polarisieren, ist es Zeit, auszusöhnen. Herr, das können wir nur von dir lernen. Du bist den Weg vorausgegangen, in vollkommener Selbstlosigkeit und mit dem Blick auf unser Herr. Du hast schon an uns gedacht, als wir von dir noch nichts wissen wollten. Gib uns die Kraft, sodass wir dir nachfolgen können. Wir bitten dich um Frieden in dieser Welt. Es gibt viele Stellen in dieser Welt, an denen Spannungen hoch auflaufen. Es braucht nur einen Funken der Unvernunft, um das Pulverfass explodieren zu lassen. Neige die Herzen der Regierenden, schenke ihnen Weisheit und Besonnenheit. Höre die Stimme der Verfolgten, die deinen Namen tragen. Mache sie standfestig in der Not. Lass sie ein Segen sein, sodass ihre Verfolger erkennen, dass sie deine Kinder sind. In der Stille legen wir alles, was uns bewegt, in deine Hand. Wir beschließen unser Gebet mit den Worten, die uns unser Herr Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit bis in Ewigkeit. Amen. Das Schlusslied »Bleib bei mir, Herr« steht im evangelischen Gesangbuch bei Nummer 488. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen. Und wir ahnen uns
Festsein ohne Ende, voller Lachen und Musik, voller Bewegung.